Eins. Zwei. Dann machen wir das nochmal. Warte mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja, herzlich willkommen zu den Lehrersprechtag Outtakes. Ein für alle kleinen Jubiläen immer vorbeischauendes Bonusformat. In diesem Fall haben wir die Folge 150 erreicht und ich, der Batzke, hab mal wieder das Haarsieb der Lehrersprechtag-Dusche ausgeleert und für euch verzehrfertig angerichtet. Dabei sind einfache Versprecher. Als Vater des unflätige Laute. Heute vor 59 Jahren. Und tiefgründige Vorgespräche. Ich sag dir, wie es ist. Ich habe genau keinen einzigen Stichpunkt bei meinem Gelaber. Diese Woche ist nichts geschehen. Und natürlich ein paar ASMR-Geräusche. Naja. Ja, liebe Zuhörenden des neuen Lehrersprechtag-Outtakes, ein paar ASMR-Geräusche, nur für euch. Das war eine Pommes. Achtung, Cola. Besonders kreativ, also noch viel kreativer als in den Folgen selbst, sind wir, die Studienräte, beim Soundcheck. Dort ereignen sich Bewusstseinsströme, die sich selbst und unreguliert ihren Weg bahnen. Manchmal im Dialog mit dem Soundcheck selbst. Hallo, lieber Soundcheck. Wie geht es dir denn heute? Checkst du den Sound? Manchmal wird man auch ausfallend. So eine verfluchte Scheiße! Ja, geht auch. Nee, ich war nur noch mal getestet. War nur ein Soundcheck. Und manchmal weiß ich auch nicht. Aber bei dir ist noch nicht so viel Ausschlag. Hallo, du bist die Nummer 1 dabei. Ich möchte auch einen Ausschlag. Echt? Wie möchtest du wirklich Ausschlag? Einen kratzenden, juckenden, nässenden Ausschlag. Ah ja, genau so. Ah, genau, warte mal. Dreh mal am Ausschlagometer. Das ist durchaus ausschlaggebend. Podcast ist ja sowas Ähnliches wie Radio. Weshalb der alte Berufswunsch von mir ab und zu nochmal zutage tritt. Hallo, ja, und jetzt sind wir wieder da bei Lehrersprechtag. Das ist zu laut, das ist in Ordnung. So können wir durch die nächsten 3 Stunden Sendung starten. Wir starten durch, jetzt hier. Und jetzt gibt's erstmal Musik. Steppenwolf, Born to be Wild. Das heute vor ist der ikonische Opener unserer Folgen. Doch auch der geht manchmal schief, denn entweder kann man nicht lesen. Heute vor genau 100 Jahren, also am 16.02.1923, öffnet Howard Carter zusammen mit Lord Carnarvon, Carnarvon. Ich fange doch mal von vorn an, aber den Namen muss ich mir erst nochmal merken. Carnarvon. Heute vor genau 100 Jahren, also am 16. Februar 1923, öffnet Howard Carter zusammen mit Lord Carnarvon die Grabkammer des Tutanchamun, der im November bei Ausgrabungen im Tal der Könige... Oh mein, was ist denn heute los? Ich fange nochmal an, aber jetzt reicht's. Ich kann das vor allem gar nicht so gut sehen. Ich glaube, ich habe eine Brille. Folgentitel: Batzke kann kein Deutsch. Kann nicht mehr lesen. Oder man kann nicht rechnen. Mist. Ich muss mal kurz rechnen. Ah, wann war denn das jetzt? Ich habe nur 39 geschrieben. Was heißt denn das? Ah ja, genau. Okay,
Heute vor 39 Jahren, also am 3. August, wenn der Kuchen spricht, hat der Krümel Pause. So sagt man. Manchmal meldet sich dieser Krümel, der eigentlich pennen sollte, trotzdem während der Aufnahme zu Wort. So, Baby schreit. Lass mal laufen. Kurze Pause. Jetzt fand er es doch doof, auf dem Bauch zu liegen. Hab ihn das mal umgedreht. Man kennt es. Ja. Wo wir gerade dabei sind, mein Kind meldet sich. Oh nein. Oh. Ja, da haben wir wohl zu laut gesungen. ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal eine ganz kurze Verschnaufpause. Lassen wir aber einfach alles durchlaufen. Ja. Die Lücke kann ich ja hinterher später einfach löschen. Ich glaube, ich muss den mal kurz, keine Ahnung, das Lied vorsingen oder so. Genau, wir können ja online bleiben. Einer hat falsch gesungen, wahrscheinlich, deshalb. Martin hat da seine ganz eigenen Methoden. Kamille und Alkohol. Das ist halt so ein bisschen das Äquivalent zu dem Stuller in Cognac so, weil wir das halt stellenweise auch so, oh ja, er hat so bestimmt die Zähne, die da wehtun, deswegen weint er jetzt nachts. Blöck. Ja, genau. Nimm mal einen Shot und halt das Maul. Das Kind vom Studienrat Pila ist außerdem abends immer erschöpft, weil der Herr es für sich arbeiten lässt. Gib dem einfach einen Rotstift und ein bisschen rummalen. Überall, wo er einen Strich macht, mache ich R, G oder Z so abwechselnd an den Rand. Wird schon irgendwie stimmen. Dann habe ich das schon mal fertig. Und dann frage ich ihn bei den Feldern immer nach Zahlen zwischen 1 und 10. Trage ich dann da die Punkte ein. Ist ein bisschen ungünstig für die SUS, weil er faktisch die Zahlen 1 bis 5 und viele 5 kann, aber naja. Vielleicht sollte ich lieber die Noten aussuchen lassen. Besonders schlimm ist es, wenn man das Gedicht, das man am Ende vortragen möchte, noch gar nicht vorher gelesen hat und dann währenddessen realisiert, was man da eigentlich gerade vorträgt. Ja, das habe ich auch. Ich habe beim Lesen gedacht, was ist. Ich komme da nicht durch. Was ist denn hier los? Man sollte sich die Gedichte schon vorher einmal durchlesen. Oh, war das schlimm. Und dann muss man es durchziehen, weil man es angefangen hat. Dann will man auch nicht so, jetzt höre ich einfach auf. Nee, da muss man es komplett durchziehen. Meine Güte. Jetzt bin ich auch madly in anger, ey. Wir freuen uns immer, Gäste im Podcast begrüßen zu dürfen. Ein Gast zählt aber schon quasi zum Standardinventar von Lehrersprechtag. Und man freut sich so sehr, wenn er kommt, dass man sogar in einen Singsang verfällt. Das ist der Sommer, das ist der Sommer mit Hofmann, Hofmann, das ist der Sommer mit Hofmann. Wir erzählen zwar Kurioses aus der Schule, verschweigen aber, wie diese Schule heißt und in welcher Stadt sie sich befindet. Meistens jedenfalls. Das hast du gerade, glaube ich, zum ersten Mal die Stadt erwähnt, in der unsere Schule ist. Nur noch nachträglich rauspiepsen. Stimmt. So, das war's jetzt fast schon wieder mit dieser Outtake-Folge. Danke fürs Zuhören und bis zur Folge 175. Rauslassen möchte ich euch jetzt noch mit ein paar technischen Pannen. Trotz all der technischen Versiertheit sind wir halt doch nur Lehrer, die manchmal auch damit strugglen, eine PowerPoint zum Laufen zu kriegen. Tschüss. Und deswegen, siehst du dieses Bild? Aktuell nicht. Also es ist, dein Bild ist klein an den Rand gewandert sozusagen, also als wenn was übertragen wird, aber ich sehe nur Black Screen. Black Screens back. Ja, meine Damen und Herren, das ist live, das kann passieren. Ja, das wird rausgeschnitten. So wie letztes Mal auch. Hast du es doch gesehen, ne? Ja, jetzt. Ah, dann dauert es einfach ein bisschen. Dann dauert es einfach. Jetzt sehe ich wieder mich.
bei mir geht einfach Teams immer aus. Ach komm, ich mach das. Dann nehme ich die Notizen jetzt hier auf das Handy und rede mit dir über das iPad. Moment, ich baue kurz um. Lass ruhig laufen. Hallo. Hallo. So, jetzt haben wir geändert. Wo waren wir? Aber ich werde es durchziehen. Ich werde es hinkriegen. Jetzt habe ich eine schlechte Netzqualität. Sehe ich. Heute ist mal wieder der Wurm drin. Wenn schon, dann so richtig.